Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Unverdünnte Macht. Nice. Richtig gut gemacht. Starrschwert der Feuersbrunst. Altes Pergament. Kann das was? Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Das Schwert könnte ich mitnehmen und das Feuerdings rausbauen, ne? So. Ich fände das so geil, wenn hier so die richtigen Barren darum lägen. Leute, bitte. Oder wenigstens so eine Erzader. Diese Musik und dieses Brummen immer so. Ich komme nicht weiter. Warum komme ich nicht weiter? Wieso kann ich nicht ins Innere gehen? Ach, das ist doch Murks, Freunde. Oh, hallo. Was ist denn das für ein Rotz? Ja, das ist das dritte Maschinenteil. Radioaktiver Müll hier entlagert. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Hast du schon was gefunden? Ja. Eben, genau. Was hat es auf sich damit? Oh, das war mir gar nicht bewusst. Saira ist kyranisch und kann viele Dinge bedeuten. In unserem Fall aber am ehesten Waffenschwester. Wo wir schon dabei sind, kann ich dich eigentlich fortan so nennen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Nee, easy, alles gut. Pass auf. So, hier. Den habe ich als erstes gefunden. Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. So, dann habe ich das Pergament gefunden. Könnten Sie, stimmt.
Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Und der Dynamo sieht auch nützlich aus. Ja? Hm, du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. So, ich glaube, den Rest muss der Orden selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Tja, wir haben nichts übersehen. Hoffe ich auch, dass ich nichts übersehen habe. Voll am Dampfen hier. Ja, hier ist sonst auch nichts mehr, ne? Dass sie einen immer so auf die Pelle rücken müssen. Hallöchen. Na, wie weit kriegst du den Kopf rum? Das ging ja schnell. Und? Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine, wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyräisch. Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyräer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Ich habe ja soweit eigentlich alles so nebenbei gesehen, ne? Ja, gehen wir. Gut. So, der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Die hat sich umgezogen. Und ich sehe immer aus. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der... Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe.
Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt, kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Das mache ich gerne. Splitter der Vergangenheit. Zwischenspiel. Warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Alter, hier liegt er rum, ey. Das soll doch mal einer verstehen. Könntet ihr vielleicht hier einfach mal weggehen? Da ist ja nur einer, ich brauche ja zwei, ne? Nun gut, also wir haben. Warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Hinter der Läuterung stecken. Okay. Zwei Seelen, Teil 2. Kalia von dieser Oase wie. Ja, die war verwandelt. Gesucht in Ark. Die Kunst des Kampfes, Traum des Helden. Dann klären wir das mal, ne? Aber kann das sein, dass hier irgendwo vielleicht doch noch so Metallbarren rumliegen, Alter? Leere Schatulle. Mal fast zum Gruß. Ja, da gehört ihr auch. Na da, gut. Mondbarren brauche ich 2. Metall des alten Volkes 2. Wo kriege ich das weg? Muss ich mich mal schlau machen, wo ich das wegkriege? Wenn der Ladeschirm irgendwann mal vorbei ist. Ach, da ist er. So, Mädel. Unterhalten wir uns mal. Weite wohl. Kann ich dir helfen? Ach komm, wir fragen immer alles querbeet, ne? Wenn du dich nicht an deine Eltern erinnerst. Nee, warte. Wir fangen hiermit an. Du scheinst sehr viel Zeit allein zu verbringen. Naja, wie ich dir schon erzählt habe, ich war nie sonderlich beliebt bei den anderen Novizen. Die Zeit in der Scuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magister einen freien Tag zur Besinnung, wie es immer hieß. Die anderen sind an diesen Tagen meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber brauchst du nicht auch mal Ruhe? Zweisamkeit. Ich will ja nicht angraben. Hä? Brauchst du nicht auch mal Entspannung? Doch. Aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang im Sanktum oder in der Badehalle. Welches Geheimnis auch immer dahinter steckt, laute Badenmusik, Gegröle und Alkohol entspannend zu finden, ich habe es nie für mich entdeckt. Was hat das mit der Tätowierung auf sich? Tätowierung? Ah, natürlich, du meinst das Mal. Ich habe das schon seit ich denken kann.
Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher oder warum. Jemand muss es in die Haut gestochen haben. Falls es dich tröstet, es steht dir. Das hat Tyras auch gesagt, ja. Aber falls es irgendeine Bedeutung hat, dann keine Bekannte. Ich habe nichts herausfinden können. Könnte magisch sein. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach nur da. Das ist alles. Ja gut, steht hier aber. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber danke. Ließ es sich nicht erfahren? Nicht ohne eine üble Narbe zu hinterlassen. Zumindest laut den Apothekarii. Und überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es entfernen wollen würde, wenn ich könnte. Es erinnert mich an etwas. Gut, das war's mit der Quatscherei. Aber sie kommt aus Ostia, so wie dieser Funkenschlag und der Kölnermann. Ganz ehrlich, weiß ja nicht, was. Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Ja, vertiefen. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Wegen der letzten Mission? Ja, aber reden wir woanders. Komm. Okay. Okay. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Das kann man verstehen. Worum geht's? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Kaum. Ja, du wirktest aufgebracht. das war eine befremdliche Vorstellung. Ja, das stimmt. Du wirktest aufgebracht. Befremdliche Vorstellung. Ach komm, hier, wir nehmen aufgebracht. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Saira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Du weißt, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist. Tatsächlich. Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ja, was soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Ach, das klingt verrückt, oder? War das eine Erinnerung? Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Was hat das mit Al-Dothulgrad zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira, eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken, und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen, zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Al-Dothulgrad,
Das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. Ist ein Teil deines dieses Wesens? Du hast eine Art Dämon in dir. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Das ist der Teufel in dir. Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Tja, das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alto Tulgrad hätte nicht passieren dürfen. Dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira für diese wenigen Sekunden habe ich... Nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher... Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Ja, könnte sie für das Massaker verantwortlich sein? Weiß der Orden davon? Gibt es nichts, was du tun kannst? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Das stimmt, das ist korrekt. Ja, der Orden weiß nicht davon, das hat sie ja gerade selbst gesagt. Was passiert, wenn ich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein? Dieses Etwas in dir? Das ist eine harte Frage, ne? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunwar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Die Frage muss ich nicht stellen. Wo ist denn die... Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemanden jemals etwas davon zu erzählen. Was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Warum hast du es mir erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Na, ich doch nicht. Teile, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Du, alles easy. Aber wenn Gewalt das hervorruft, warum bist du dann hier beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet.
Aber das bin ich gerne bereit, in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen.